Ohne Weisheit, Auffassungsvermögen und Urteilskraft fuhren wir auf den Ozean des Lebens. Am Anfang unserer Reise waren wir voller Enthusiasmus und Kraft. Wir lebten jeden Augenblick und genossen jede Gelegenheit. Am Tage der Wahrheit, da erfasste uns der Sturm und uns wurde bewusst, dass die Reise Gefahren birgt, die jenseits unserer Vorstellungskraft waren. Wir hatten uns geschworen, uns selbst und einander treu zu bleiben. Doch hatten uns die Strömungen des Lebens an Orte gebracht, an denen wir nie sein wollten. Es waren Inseln der Angst, Schwäche und Hoffnungslosigkeit. Unseren eigenen Schwächen trotzend, aus der Senke zum Gegenschlag, fuhren wir erneut hinaus auf den Ozean des Lebens. Diesmal waren wir gewappnet mit Weisheit und Auffassungsvermögen. Mit Ehre und Stolz bekämpften wir die Stürme des Niedergangs. Als wir den Hafen der Sicherheit erblickten und fast erreicht hatten, ereilte uns der Hochmut unserer Erfolge. Es schlugen die gewaltigsten Wellen des Ozeans auf uns ein. Es schien, als würde unser Schiff kentern. Doch am Boden der Niederlage setzten wir einen letzten Anker und trotzten mit aller Kraft jenen Wellen, die unbezwingbar schienen. Wir fielen und unser Schiff fiel mit uns. Doch dann, im Nebel der Verwüstung und des Sturmes, erschien ein flackerndes Licht. Ein Schiff, wie wir es nie zuvor gesehen hatten. Stolz, prächtig, voller Weisheit und Lehren. Wir streckten unsere Hände, um Hilfe zu erlangen. Und es geschah, was wir all die Zeit erhofften, es jedoch selbst nie begriffen hatten. Sie ergriffen unsere nach Hilfe greifenden Hände und lehrten uns den Willen, Weisheit und Urteilsvermögen, um zu leben. Gemeinsam fuhren wir triumphierend aus den Strömungen und den niederschlagenden Wellen des Ozeans. Angelangt an Bord des Schiffes, waren wir voller Lebensfreude und Stolz. Wir hatten es geschafft. Wir hatten es geschafft. Unsere Lebensreise, die nun mehr als 65 Jahre andauerte, hatte endlich ihr Ziel erreicht. Wir fragten uns allesamt, wer war dieser weise Kapitän, nach dem wir so lange gesucht hatten? Jener, der uns an den Ort brachte, an dem wir alles hatten, wonach unsere Herzen sich sehnten. Als wir ihn suchten, um uns zu bedanken, da fanden wir ihn. Er war bezaubernd, voller Licht und sagte uns, das ist der Lohn für euren Kampf und eure Mühen. Nun ruht auf ewig. Er gab uns so viel und wir konnten ihm nichts geben, außer unseren Dank und unsere Loyalität. Wir danken dir, O Muhammad, Rasulullah.